Grüße und willkommen, Womoshis, hier bei einem neuen Video von mir. Diesmal gibt es wieder etwas Hardware, was ich euch zeigen möchte. Und zwar die Knuckle Duster 2 von X-Form Solutions. Das sind diese schönen Gummiüberstülper. Ich habe sie jetzt ungefähr 2 Wochen lang getestet und ob sie was taugen. Und für welche Personen sie am besten geeignet sind, erfahrt ihr jetzt in diesem Review. Dieser Controller kommt in einer recht hübschen Box angeliefert, welche dann auch schön fest verstaut in Schaumstoffkissen, hätte ich jetzt gesagt, verpackt sind, und mehr ist da eigentlich auch nicht bei. Eigentlich ist das auch selbsterklärend dann später, wie man die drauf macht. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Ja, nachdem wir sie uns von Namen angeschaut haben, gibt es eigentlich nicht viel weiter zu erzählen. Man packt die Dinger aus. Man kann sie hier schon aufklappen. Es steht auch einmal innen drin links drin und rechts. Habe ich das richtig gesagt? Ja, rechts. Und das Aufziehen ist ehrlich gesagt auch absolut Kinderteller. Wir gehen jetzt erstmal einmal zum Material. Es ist sehr festes, auch hartes Gummimaterial. Das erste, was natürlich mir aufgefallen ist, anhand des Werkzeugs, was sie benutzt haben, es ist wahrscheinlich zwei Formen, die zusammenlaufen. Man hat einmal hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier einen kleinen Grat und hier einen kleinen Grat. Den habe ich persönlich sofort gemerkt, auch beim Greifen. Das kann ein bisschen kratzen und tun. Ist nicht so schön. Das hätte man vielleicht bei dem Preis schon vorher ein bisschen abarbeiten können. Könnt ihr aber auch selber, wenn ihr ein scharfes Cuttermesser habt, könnt ihr da vorsichtig dran lang schneiden. Das zeige ich euch eben einmal. So, hier kann man jetzt den Grat sehen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut zeigen kann, wenn man hier jetzt vorsichtig mit dem Messer dann lang schneidet. Natürlich der Vorführeffekt. Den einmal ein bisschen anders halten. So eine Vorkamera natürlich nicht. Dann kann man, weiß nicht, ob man es sehen kann. Fokus ist nicht da. Kann man hier ganz vorsichtig den Grat, dann zieht er so einen ganz, ganz dünnen Faden, den Grat abschneiden. Und das hilft dann schon wirklich ungemein vom Gefühl her. Das ist aber leider nicht das einzige Manko, was ich hatte. Das ist wahrscheinlich nur für mich persönlich. Denn wenn die Dinger angelegt sind, was super einfach ist, wir haben jetzt hier den rechten, tut man von innen her drüber stülpen, zack, und schon ist er komplett drauf. Man kann ihn greifen, alles rutscht auch nicht weg. Halt. Also wer das nicht hinkriegt, der soll die Dinger vielleicht dann erst gar nicht benutzen. So, aber was ich sagen wollte, das Problem, was ich jetzt hatte, ist, den einmal verstellen, dieser Ballen hier drückt bei mir auf dieser Fläche ziemlich stark dagegen. Das ist wahrscheinlich nur bei mir so, dass es stört, weil ich als Handwerker sehr viel als Linkshänder mit Schraubendrehern, Zangen sowas arbeite, ist vielleicht das da ein bisschen gereizter, genervter, Hautirritation, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich mir den dann stramm ziehe, zu Anfang ist es gut, irgendwann auf Dauer tut es mir aber halt, strengt das an, tut dann in der Handfläche weh. Das ist jetzt was, was mir aufgefallen ist, muss nicht bei jedem der Fall sein. Das nächste Problem ist, was nicht unbedingt das Ding schlechter macht, ist, meine Hände sind höchstwahrscheinlich zu klein für diese Überzieher. Die Homepage sagt auch mittlere bis große Hände. Ich habe mittlere Hände. Ich blende auch einmal die Tabelle da ein. Da blende ich die ein. Die sind ungefähr, mittlere Hände gehen ungefähr bis 19,4 cm. Das ist ungefähr von hier gemessen bis zur Fingerspitze. Das seht ihr aber auch an dem Bild.
Das ist die Minimum-Fingerlänge, die ihr braucht. Und damit ist die männliche Fingerlänge gemeint, weil wenn ich mit meinen 19,4 cm, ich glaube, ich habe sogar 19 oder 19,2 cm, habe ich schon Probleme habe, umzugreifen, werden das andere auch haben. Dran denken, wenn ihr euch die besorgt, diese Dinger sind für eine Handgröße, würde ich sagen, L bis XL. Also Medium ist wirklich schon hart an der Grenze. Kleine Hände könnt ihr komplett vergessen. So viel dazu. Was ich natürlich schön gefunden hätte, ist bei den Controllern diese Kante hier. Die ist ziemlich, ich weiß nicht, ob man die richtig reinbringen kann, ziemlich scharfkantig. Also das heißt scharfkantig, die ist nicht scharfkantig, die ist abgerundet. Die hätte aber vielleicht noch ein bisschen abgerundeter sein können, wäre das Problem für mich wahrscheinlich komplett vom Thema und die Dinger wären der Oberhammer. Denn unterm Strich sind sie wirklich gut. Denn wenn ihr sie erstmal einmal montiert habt und eure Lasche passend eingestellt habt, weil das ist das nächste, ich habe sonst immer so auf dritte, zweite Stufe. Mittlerweile ohne die Dinger bin ich auf zweiter Stufe, ist sehr gut. Immer eine Stufe größer. Ich muss jetzt quasi schon auf Maximalstufe, damit ich, wenn ich den stramm ziehe, auch wirklich komplett Daumen kommen und die Knöpfe berühren kann. Daumen kommen? Bis ich an den Thumbstick komme, wirklich komplett bewegen kann und die Knöpfe benutzen kann. Das ist das nächste. Meine Hände sind zu klein, was ich meinte. Ich komme nicht genauso gut oder hundertprozentig dran wie ohne die Überzieher. Ist aber wieder meiner Handgröße geschuldet, nicht den Dingern an sich. Vom Tragekomfort, sonst sind die wunderbar. Das Drücken am Handballen oder hier an dem Handballen hier oben habe ich auf dieser Seite zum Beispiel nicht. Liegt wahrscheinlich wirklich daran, weil ich Linkshänder bin, viel mit Werkzeug in der linken Hand arbeite, eher selten in der rechten Hand. Ist komplett ohne Probleme verwendbar. Für, ich sag mal, für Sessions von einer halben bis einer Stunde kann ich das machen und danach muss ich erstmal Pause machen, weil das tut mir zu sehr in der Hand. Kommen wir zu den Rillen. Die Rillen machen einen unheimlichen Unterschied. Auch vom Gefühl her, vom Halten. Man hat, ja, wie soll ich es beschreiben? Ein viel besseres Griffgefühl mit den Dingern, als wenn der Index-Controller einfach nackt Vanilla benutzt wird. Vor allen Dingen, wenn ihr das erste Mal mit diesen Dingern startet, müsst ihr natürlich einmal die Finger kalibrieren, das heißt Spiel starten, Kontrolle ausstellen, Kontrolle anstellen, warten bis sie sich bewegen und dann einzeln bewegen, wieder auf, zu und die Finger, die schließen sich im Spiel immer mehr. Was ich hatte, weil ich ja kleine Hände habe, dass zum Beispiel, wenn ich ohne die Überzieher die Finger, zum Beispiel den Mittelfinger, den Kleinfinger, aufgemacht habe, dass der Finger vielleicht auch mitging oder ich konnte nicht richtig den Mittelfinger zeigen, dass dann der Ringfinger auch mitging. Die Separation der einzelnen Finger ist hiermit viel besser gegeben und es fühlt sich auch besser an. Bei Shootern, ich habe Boneworks damit getestet, Pavlov, Alex habe ich damit einmal gespielt. Ah, es ist schon cool, aber ich muss sagen, die Duster haben mir am besten gefallen, wenn ich damit Kampfspiele gespielt habe, also wie Blade and Sorcery oder Hellsplit Arena, halt, wo ich Nahkampfwaffen trage. Genau. Saints and Sinners haben sich da sehr gut mitgespielt, muss ich sagen. Onslaught hat sich da auch mit gut gespielt, unabhängig wie gut das Spiel ist. Also, wie gesagt, Nahkampfsachen und so sind damit echt schön. Im Grunde genommen war es auch das, was es zu den Dingern zu sagen gibt, weil viel mehr ist es ja nicht. Einzige, was ihr merken müsst, bedenken müsst, mittlere bis große Hände, mittlere aber wirklich haarscharf. Also bei mir sind sie schon zu klein. Ich habe 19,2 cm, wenn ihr 19,4, 19,5 habt. Ich denke, die Millimeter machen schon was aus, sollte es nicht das Problem sein. Und zu Anfang werdet ihr sehr viel den Gurt hin und her stellen, bis ihr euren Sweet Spot hier für die Schlaufe gefunden habt. Ich habe da wirklich, glaube ich, zwei
Play-Sessions gebraucht, 2 Tage gebraucht, wo ich dann gezockt habe. Insgesamt dann, keine Ahnung, 3 Stunden oder so. Ich zock ja nicht so am Stück. So lange hat es auf jeden Fall gedauert, bis ich die schöne Clown-Position hatte. Die Dinger werde ich leider nur benutzen für kurze Sessions, obwohl ich die wirklich permanent dran behalten möchte, nur meine Hände erlauben es mir nicht. Ich kann es nur immer wiederholen. Unterm Strich sind die Dinger wirklich gut. Auch das Finger-Tracking, wie schon gesagt, das funktioniert Bombe. Also das wird super über das Gummi übertragen. Sie sind auch ein bisschen schwerer. Und ich finde einfach, ja, das fühlt sich griffiger an. Ich finde die super. Also ich finde die wirklich super. Ich meine Hände noch größer. Also ich kann die, ja, eigentlich ohne Bedenken empfehlen, ab einer Größe von Large oder XL Händen. Die Größe, die ihr in der Tabelle gesehen habt. Mittel und darunter für den Preis höchstwahrscheinlich nicht. Das ist dann mehr die Katze im Sack kaufen. Für kleine Hände sowieso nicht. Die braucht ihr gar nicht dran denken. Ist definitiv zu klein. Für mittlere Hände ist halt die Katze im Sack kaufen. Das kann gut gehen, kann aber auch wie bei mir dann drin enden, dass ihr die nicht lange benutzen könnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war meine kurze, lange Review von den Knuckle Duster 2. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich persönlich damit zufrieden und eigentlich auch eine Empfehlung für mich, wenn ihr die haben möchtet. Preis muss man wissen, ob man da die 60 Euro für ausgeben möchte. 60, 70, ich laber jetzt auch schon wieder. Die informiere mich auch immer super gut vorher, deswegen. Ja, ob man die ausgeben möchte, muss man dann halt selber wissen. Und in diesem Sinne war es das auch schon von mir, von diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch okay. Ich mache sowas nicht sehr oft, wie man merken konnte. Ich hoffe, das war trotzdem informativ und ich konnte euch damit weiterhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Hey, Wurmoschi-Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Vergesst nicht, bei unserem Gemeinschaftskanal die 3 Flatingos vorbeizuschauen und natürlich bei meinen beiden Kollegen Chris Reality und Tupac VR.